Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal eine ganz neue Form von Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich habe ein kleines Shop-Update mitgebracht, ich habe ein neues Papier gemacht und passend dazu habe ich ein kleines Journal gebaut. Es gibt also heute Shop-Update und Flip-Through des passenden Journals. Und ich hoffe, dass euch diese Form von Video ganz gut gefällt und ihr vielleicht auch Lust habt, euch so ein kleines Mini-Journalchen hier zu bauen. Jetzt zeige ich euch erstmal die Papiere, aus denen das entstanden ist, bevor wir dann das Flip-Through machen. Und zwar habe ich das Set Winterwölfe entworfen. Es besteht aus 8 Doppelseiten, die ihr in der Mitte falten könnt, und aus 7 Seiten Ephemera. Also insgesamt sind es 2 Pakete, die in meinem Etsy-Shop sind. Und ich zeige sie euch jetzt einfach mal kurz. Es dreht sich also alles um Wölfe im Winter letztlich. Also von den Farben her ist es winterlich, es ist ein helles Blau, es ist grau, es ist noch ein ganz klein bisschen rot mit drin und braun ist mit drin natürlich, weil die Wölfe sind ja auch braun. Ansonsten habe ich versucht, das alles in einem relativ zarten Farbton zu halten. Einerseits natürlich, um eure Druckertinten ein bisschen zu sparen und andererseits, weil es sehr gut zum Winter passt. Von dem Set mit den Seiten sind insgesamt 5 Seiten tatsächlich mit Wolfsmotiven versehen und 3 solche Seiten sind ein bisschen neutraler, sodass ihr die auch in anderen Journals mit einbauen könnt. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Seiten, wie die aussehen. Ausgedruckt habe ich die hier auf ganz normalem 80 Gramm Kopierpapier, also das ist jetzt überhaupt kein besonderes Papier. Es ist natürlich empfehlenswert, sie auf einem etwas stärkeren Papier auszudrucken. Etwa 100 bis 120 Gramm sind besser für Journal-Seiten geeignet, weil das ist schon wirklich sehr, sehr dünn. Und wenn ihr auf der anderen Seite etwas malen wollt oder mit feuchten Farben etwas gestalten wollt, dann wird das auf diese Seite durchschlagen bei 80 Gramm Papier. Nehmt also am besten ein etwas dickeres Papier. Aber wie ihr seht, es funktioniert auch sehr gut mit dünnem, billigem Kopierpapier. Ja, und zwar haben wir hier schon mal die erste Doppelseite. Hier ist so ein kleines Blumenmotiv. Und hier unten haben wir diesen wunderschönen Wolf in der Ecke sitzen. Der hat sogar in seinem Fell noch eine kleine Landschaft quasi integriert. Also das ist schon ein sehr mystisches Set. Und hier haben wir diese Seiten noch dahinter. Da kann man wunderbar schreiben auf diesen Seiten. Ich habe die weißen Ränder jetzt hier mal nicht abgeschnitten. Ihr könnt natürlich auch randlos drucken. Die Seiten sind angelegt auf voll DIN A4. Wenn ihr die Möglichkeit habt, randlos zu drucken, könnt ihr das natürlich machen. Aber wenn ihr es nicht habt, dann müsst ihr halt später die weißen Ränder noch wegschneiden oder abreißen. Das geht ja beides. Ihr könnt auch doppelseitig drucken und auf die Rückseite dann entsprechend auch Seiten aufdrucken oder neutrale Seiten auf die Rückseite drucken. Ja, das ist also diese erste Seite. Dann haben wir hier die zweite Seite, ebenfalls mit Wolfsmotiven und hier einem ganz zarten, feinen, graublauen Hintergrund. Diese Papierseiten hier, diese Papierstapel im Vintage-Look, die tauchen also immer wieder auf. Das wäre dann die zweite Seite. Hier haben wir also schon mal eine Seite, da ist jetzt wirklich mal nur dieser Wolf drauf in der Winterlandschaft, im Winterwald. Ich finde das auch sehr schön in den Farben. Das wäre dann wieder eine Wolfsseite, ein heulender Wolf und natürlich entsprechend mit dem Vollmond am Himmel. Und hier wieder dieser Papierstapel im Vintage-Look. Und auf dieser Seite ist ebenfalls wieder der Wolf. Hier diesmal auf einer Baumscheibe gemalt und wieder diese Papierseiten im Hintergrund. Jetzt kommen die etwas neutraleren Blätter. Diese kann man natürlich in jede Art von Journal mit unterbringen, denn hier sind nur ein paar blaue Beeren und Tannenzweige mit drauf. Also das passt zu einem weihnachtlichen Journal in diesen Farben oder ja eigentlich zu jedem Journal, das ein bisschen zartere Farben hat. Hier haben wir wieder eine relativ neutrale Seite. Das würde auch sehr gut in einen Wald- oder Naturjournal reinpassen. Denn hier haben wir wieder den Wald im Hintergrund. Und das hier sind jetzt wirklich ganz neutrale Seiten, die wirklich in absolut jedes Journal hineinpassen. Denn hier gibt es keinerlei Motive im Hintergrund, nur einen aquarellierten Hintergrund und diese Papierseiten im Vintage-Look. Sodass hier wirklich das zu jeder Art von Journal passt. Und das könnt ihr natürlich immer ausdrucken, so oft wie ihr das möchtet. So, und das zweite Set, das sind halt die digitalen Ephemera. Das sind insgesamt 7 Seiten. Und wie mache ich das am besten, dass ihr das sehen könnt? Gut, ich fange einfach hier bei diesem an. Da haben wir Taschen. Es sind jeweils auch Klebelaschen
mit aufgezeichnet hier in einem ganz zarten Farbton. Die könnt ihr auch abschneiden, wenn ihr die nicht haben wollt. Oder ihr schneidet sie mit aus und könnt sie dann nach hinten umklappen und ankleben, sodass eure Taschen ein bisschen mehr Stauraum bieten quasi. Ihr müsst die Klebelaschen natürlich nicht verwenden. Hier sind also 5 Dreieckstaschen drauf und hier haben wir noch eine große Tasche im Querformat, ebenfalls mit Klebelaschen. Dann gibt es hier diese Seite, die ist halt ganz besonders. Da sind nämlich diese Baumscheiben mit drauf. Ich zeige das mal so. Und die sind teilweise mit Wolfsmotiven, teilweise sind es aber auch einfach Winterlandschaften. Da könnt ihr natürlich auch noch die verschiedensten anderen Motive aufbringen hier. Oder selbst einen Wolf malen oder etwas anderes aufkleben. Und hier unten haben wir auch noch solche kleinen Kacheln mit Wölfen drauf. Die lassen sich also wirklich sehr schön verarbeiten. Dann die nächste Seite. Ich glaube, so rum ist besser, oder? Das sind jetzt Tags. Ich habe da noch keine Stanzlöcher vorgesehen, denn ich weiß ja nicht, an welcher Stelle ihr da vielleicht die Löcher anbringen wollt. Oder vielleicht wollt ihr auch gar keine Löcher anbringen. Das ist ja eure Entscheidung. Auf jeden Fall passen die wieder wunderschön zu dem gesamten Set und passen sich da farblich perfekt ein. Die habe ich jetzt hier auf einem 200 Gramm Papier ausgedruckt. Das wäre auch meine Empfehlung, dass ihr das ausdruckt auf einem Papier in der Stärke zwischen 180 und 250 Gramm. Nicht jeder Drucker schluckt 250 Gramm, aber die meisten schlucken tatsächlich noch 200 oder 220 Gramm ohne Probleme. Also druckt das auf jeden Fall auf einem etwas dickeren Papier aus. Dann haben wir hier wieder eine Seite mit Taschen. Die sind jetzt hier ein bisschen anders. Das sind keine Dreieckstaschen. Die sind also teilweise sind hier geschwungen. Oder hier ist sie geschwungen. Oder sie sind ein bisschen kleiner. Und diese hier ist tatsächlich ein bisschen abgeschrägt. Und diese hier unten ist auch nochmal geschwungen. Alle Taschen haben wieder Klebelaschen. Die könnt ihr aber natürlich auch abschneiden. Dann haben wir hier kleine Karten, die ihr als Journaling-Karten verwendet könnt oder auch wiederum als Taschen aufkleben könnt. Nochmal runde Elemente auf einem grauen Hintergrund, damit ihr sie leichter ausschneiden könnt. Und ein schmales Streifchen für irgendwas, für eine Altered Paperclip oder ja, wie auch immer. Für einen Hidden Paperclip vielleicht geeignet. Oder für was auch immer euch da einfällt. Dann gibt es hier diese Seite mit den Giant Tickets. Das ist ganz klar, die müssen bei mir immer mit dabei sein, die Giant Tickets. Und auch noch 2 kleinere Tickets. Zahlen habe ich schon mal aufgedruckt, Text könnt ihr ja noch aufbringen. Und die sind einfach eine schöne Ergänzung in jedem Journal. Und das sind super schöne Journaling-Karten, wenn ihr die Rückseite mit einem relativ neutralen Papier beklebt. Und hier die letzte Seite mit Ephemera, da habe ich einige Bellybands zusammengestellt, 2-mal mit Wölfen, 2-mal ein bisschen neutraler und dann hier noch so ein schmaler Streifen, der kann auch als Bellyband dienen oder auch als Tuckspot, wie auch immer ihr euch das in eurem Journal vorstellt. Ja, das ist das Papierset. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das gibt es in meinem Etsy-Shop zu kaufen und jetzt machen wir erstmal das Flip-Through von diesem kleinen Journal. Denn dieses kleine Journal ist tatsächlich entstanden aus diesen Papieren und diesen Ephemera. Jetzt fragt ihr euch, ja, das kann ja nicht sein, weil die Seiten sind ja viel größer. Ja, stimmt. Ich habe diese Seiten alle auf einem A5-Format ausgedruckt. Also diese Seite ist ja A4 komplett und das, was hier drauf zu sehen ist, habe ich in A5 ausgedruckt, sodass quasi 2 solche Blöcke zusammen auf ein Blatt passen würden, also nur die Hälfte ergeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt eindeutig war, ich hoffe. Ich werde euch das jetzt mal ein bisschen zeigen. Hier seht ihr das zum Beispiel, dass diese Seite ja um einiges kleiner ist als diese Seite hier. Das könnt ihr eigentlich in jedem Drucker einstellen. Jeder Drucker-App kann man einstellen, in welchem Format gedruckt werden soll. Und wenn ihr ein kleineres Format einstellt, dann könnt ihr eben kleiner drucken. Gut, ich zeige euch zuerst einmal das Cover. In diesem Cover drin ist ein Stück Tetrapack. Da habe ich vorne und hinten, also innen und außen, habe ich Stoff aufgeklebt und dann rundherum genäht. Dann habe ich hier noch ein bisschen Deko aufgeklebt. Das ist von einem alten Deckchen, glaube ich. Das hier ist ein Babywipe, der mit braunen Farben und mit Gold und so bekleckert war. Den habe ich natürlich aufgehoben. Hier ist auch ein Stück Stoff und das sind Filzblüten. Habe ich einfach mal da drauf geklebt und das gleiche hinten im Grunde genommen. Leicht andere Anordnung. Es ist jetzt kein Wolf auf dem Cover, das ist richtig. Ich habe nämlich keinen
gefunden, der mir wirklich auf dem Cover gefallen hätte. Und so bleibt es einfach total neutral. Die Signaturen bzw. die Lagen habe ich alle mit 5-Loch-Stich eingebunden, bzw. eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, sogar mit einem 6-Loch-Stich, damit die Bänder oben und hinten am Rücken wieder rauskommen. Dann habe ich die alle zusammengenommen, zu einem Zopf geflochten und am unteren Ende ein paar Perlen angebracht. So, dass es jetzt sehr schön so im Regal stehen kann. Es sieht interessant aus durch diesen Zopf und es trägt aber nicht weiter auf, wenn man es ins Regal stellt. Der Verschluss ist relativ einfach. Es ist nur so ein Gummi umgelegt, das hier hinten verknotet ist am hinteren Cover. Ich bin noch nicht sicher, ob der Verschluss so bleibt, aber das war jetzt für mich mal einfach so die schnellste und einfachste Lösung, um das umzusetzen. Angebracht ist das Gummi einfach mit 2 Ösen. Ich blätter jetzt einfach mal kurz durch und wünsche euch viel Spaß dabei. Achso, was ich noch dazu sagen müsste, wäre tatsächlich, ich habe fast alle Seiten umnäht. Also sehr, sehr viele Seiten zumindest. Und ich habe alle ausgedruckten Seiten von hinten mit Kaffee bespritzt. Also auf der weißen Seite mit Kaffee bespritzt, trocknen lassen. Und es hat es auf der Vorderseite diese interessanten Effekte ergeben. Die sind ja nicht im Papier drin, das sieht man ja hier. Hier sind die Seiten ganz naturfarben. Und diese leicht grünlichen Effekte, die hier entstanden sind, die sind durch den Kaffee tatsächlich entstanden. Und mir gefällt das total gut, muss ich sagen. Ich finde das richtig klasse. Ja, genau, so, das nur dazu. Schauen wir weiter. Thank you.
ich hoffe, das kleine Journal hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, es ist entstanden aus diesen Papieren und zusätzlich natürlich ein bisschen anderen Papierresten, die ich noch rumliegen hatte. Hauptsächlich Junkpapiere, Packpapier, Papierschnipsel. Ja, sowas habe ich alles damit integriert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt einen Rabattcode, den bekommt ihr in meiner Facebook-Gruppe für 25% Rabatt auf diese beiden Sets in meinem Etsy-Shop. Die Facebook-Gruppe habe ich euch unten verlinkt. Ihr braucht eigentlich nur ganz kostenfrei und unverbindlich dort Mitglied zu werden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, heute zuzuschauen bei dieser etwas anderen Art von Video. Und vielleicht habt ihr ein paar Anregungen mitnehmen können aus dem kleinen Journal. Und wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie doch bitte einfach in meiner Facebook-Gruppe. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer alles Gute und alles Liebe. Bleibt gesund, bleibt kreativ und junkelt euch was Schönes. Tschüss!